Moin Moin, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ich bin hier immer noch in der Galamine 2. Bin letztes Mal nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte, aber ich musste auch mehrmals zum Pokémon Center zurückrennen oder fahren, weil mein Chimsticks halt immer auf den Deckel gekriegt hat, das immer noch an erster Stelle steht übrigens. Werde ich jetzt zwar direkt ändern hier, mein Porenta wird jetzt erstmal angreifen. Ich versuch's zumindest mal mit Porenta. Ja, voll Decke im Mund. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Müssen wir kurz an den Dampf ablassen. Naja, mal gucken. Arbeiter Martin. Waggon. Oh je. Ich finde das hier zwar geil, aber als Gegner hätte ich es jetzt ungern gerade, ehrlich gesagt. Naja. Wird schon schief gehen. Ey, Porenta ist echt stark. Was ist denn das? Ich habe das noch nie so stark empfunden. Nicht sehr effektiv, wäre früher sehr effektiv gewesen, da es jetzt aber ein Kampftyp ist und kein Flug mehr. Genau das Gegenteil der Fall. Wer hätte sich das träumen, dass das Porenta ein Gestein-Pokémon mal eben so locker fertig macht? Also ich nicht, ehrlich gesagt. Auch nicht, wenn es ein... Na gut, ist ein geiler Porenta, aber... Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass so ein Pokémon dabei rauskommt. So ein starkes vor allem. Nach dieser Niederlage ist der Übermut verflogen. Jo. So, da ist ein Item. Drei Finsterbälle. Die sind neu. Ein mysteriöser Ball, geeignet für Einsätze in der Nacht oder an dunklen Orten. Also hier in der Höhle zum Beispiel. Ja, komm, ich angel nochmal. Vielleicht kommt da ja mal was Neues bei raus. Oder mal ein Item. In Sonne und Mond habe ich zum Beispiel sehr oft ein Item gekriegt, wenn ich geangelt habe. Eine Perle oder so, oder eine Riesenperle. Das vermisse ich gerade doch ein bisschen, auch wenn es teilweise auch echt nervig war, weil dann nur Perlen rauskam irgendwie die Zeit lang. Ja, ist klar. Kann ich den Schutzschild nicht einfach zertrümmern? Nee, dafür brauche ich Offenlegung oder wie die Attacke heißt. Verteidigung sinkt, jawoll. Nicht sehr effektiv. Das ist echt geil. Also mir gefällt Porenta richtig. In der Gala-Variante. Ja komm du Lelek. Zöger doch nicht das Unvermeidliche raus, ey. Jetzt mal ehrlich. Tschüss. Mein Porenta ist nicht zu spaßen, Kollege. So, weiter geht's. Was war das? Ach, dann Flunschlick. Ach, das ist ein Flunschlick, die Bälle, die da so rausgucken. Jetzt erkenne ich das. Ich dachte, was sind das alles für Bälle, die da rumliegen, aber gut. Ja, Tiefschlag macht auch nicht sehr viel. Nicht sehr viel, ich wollte gerade sagen, hä? Klang so normal, aber da habe ich mich wohl verhört. Verteidigung sinkt bitte. Oh, scheiße. Haha, fehlgeschlagen. Ich fahre jetzt mal eine andere Taktik kurz. Ich glaube, die bringt eigentlich nichts, aber man kann es ja mal versuchen. Jawohl, ich hatte immer lieber gehabt, aber gut, ich brauchte eh noch zwei Angriffe, von daher egal. Metallsound. Vielleicht setzen sie damit Tiefschlag an und dann bringt das eh nichts, die Attacke. Flunschlick Level 25 ist weg. Weg vom Fenster. Tim versucht ein Eschern zu lernen. Ja, auf jeden Fall. Lernst du die, mein Freund? Ein Eschern, eine Feuerattacke. Trägt ein gegnerisches Pokémon, eine Beere oder ähnliches Item bei sich. Wie dies von den Flammen verzerrt und geht verloren. Stärke 60. Ja, ist stärker als die Trolladung. Ich habe ja noch Turbodreher für Initiative-Steigerung. Deswegen bleibe ich da jetzt mal bei. Also kann die Trolladung weg, meines Erachtens. Gut, ich hätte auch sagen können, Turbo-Dreher kommt weg. Ja, wäre vielleicht besser gewesen. So im Nachhinein. Kann man eigentlich irgendwann hier rüber schwimmen? Also ich kann es noch nicht auf jeden Fall, aber es sieht so aus, als würde man es irgendwann können. Wegen dem Gastrodon hinten im Wasser. Kamiabs.
Kopfnuss. Jetzt muss ich langsam aber mal auf meine Porente aufpassen. Oh je, boah, 2 KP nur noch. Scanner. Scheiße, das Sandwirbel, ne? Chimstick Level 28, aber keine neue Attacke. Schade. Ja, ich wechsle Purenta direkt aus. Macht ja keinen Sinn, so weiterzumachen. Nö, warte mal. Ah, komm. Eigentlich kommt es gegen die wilden Pokémon hier locker an, wenn ich einfach nur mal angreife und nicht immer nur versuche, die zu fangen. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit, also lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Naja, die einen nennen es Muskeln, ich nenne es Fett. Ja, wobei kommt echt muckig so ein. Arbeit dran, Steffi. Also wenn das muckig sind, kann ich damit auch leben. Wird mir zwar jetzt nicht besser, aber die ist mir immer noch zu breit. War immer noch ein zu breites Kreuz. Ist ja keine Robustheit, das Kiesling. Naja, soll mir recht sein. Direkt K.O. Praktibalk, ja, okay. Kera da, du bist dran. Deine Chance zu glänzen. Das braucht echt lange, um sich zu entwickeln, finde ich mittlerweile. Verwirrt, endlich. Darauf habe ich doch mal gewartet, ey. Komm, jawohl. Hol die selbst in die Schnauze. Genau. Und K.O. Kera da Level 26, keine Attacke, schade. Für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Jo, mag wohl so sein, ne? Griffklaue, ein Item zum Tragen, verlängert die Dauer von Klammergriff, Wickel etc. Okay. Da schon wieder so ein Flunschlick und Team Yell. Hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Manometer, ein echter Arena-Challenger, das schreit nach dem Kampf. Hey, was ist denn hier los, Patrick? Ey, war der nicht vor mir? Ist das dein Fanclub? Bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten im tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Macht Platz für Hopp, den zukünftigen Champ. Boah, guter Witz. Die nehmen wir richtig auseinander. Nur schade, dass er nicht lustig war. Ich doch, die nehmen ihn auseinander. Wenn ihm das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Patrick. Bist du bereit? Ja. Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt vom Champ höchstpersönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Pff, dann passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena-Challenge zugeht. Was tun diese Knechte sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Ja, ihr Fieslinge. Hat wohl nicht so geklappt. War endlich mal ein Doppelkampf, wenn auch nicht alleine mit zwei Pokémon, aber Team Yell-Rüpel fordern daraus Geradax. Geradax sieht schon geil aus, ne? Die Galar-Variante. Also ich finde die nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, Volley und Dingy. Rasierblatt geht auf beide, ja. Macht's eins kaputt? Nein, leider nicht. Nachthieb von Geradax. Gegen Hops Volley. Der ist Level 22 erst. Standpauke. Trifft beide und Volley ist fast K.O. Junge, trainier mal deinen Pokémon, ey. Doppelkick, geil. Es geht noch nicht mal kaputt. Ja, ich mache jetzt halt Schaden. Geradax setzt coole Augen ein, das ist gut. Auch noch gegen Volley, das passt ganz gut. Nein, es geht hier nur auf Geradax, die Attacke. Scheiße. Ah, der macht dich aber auch stärker nur. Gaunux. Also wenn ich so darüber nachdenke, hätte ich meinen Kleptifuchs eigentlich Reinecke
Ne, müssen wegen Reinecke, Fuchs. Dem einen Überhauener. Hat das jetzt Heuler eingesetzt oder was? Ich hab da jetzt gar nicht drauf geachtet, was Wolli macht. Ja, ist weg schon. Und der streckt noch seinen Arm aus, der Idiot. Pam pam. Kleopatra. Bleibt bei Rasierblatt. Vielleicht geht hier eins kaputt. Nee, leider nicht. Folterknecht von Kleopatra. Was macht die Attacke nochmal? Dili wird die Attacke Folterknecht unterworfen. Jetzt setzt der Idiot Tackle ein. Und ein Volltreffer noch. Ach du Scheiße. Fußtritt. Ja, tschüss. Er greift doch mal dieses Volley an. Das ist doch so schwach, ne? Der soll sein Pfleglion einsetzen. Der Lelek. Ah, ich kann nicht zwar die Attacke hintereinander einsetzen. Das war's, okay. Ah, dann Zweigstoß gegen Kleopatra. Wieso ist das jetzt schneller als mein Chimpsix? Haben die den gleichen Initiativewert und das ist jetzt zufällig gewesen? Naja, ist jetzt weg. Wenn das Volley jetzt nicht das Pam-Pam platt macht, ne? Dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Doppelkick. Ach du Scheiße. Alter, wie wenig kapiert zieht das da ab? Tschüss, Volley. Hopp, Schikanowitz im Kampf. Ach, du bist ein... Bist ein Kackvogel, Junge, ehrlich. Ach, der darf sogar zuerst angreifen, okay. Dann was soll mir recht sein. Hauptsache, der Kampf ist vorbei. Jetzt könnten wir einen Selbsteinfängklung gebrochen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit einer Tröte erschreckt hätte. Nö, auch da nicht. Jetzt checke ich das erst. Dieser Knecht ist der kleine Bruder des Stems. Seufzt. Hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht ihm ja so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte. Schade, dass sie ihren Fängesang nicht wieder hier rausgeholt haben. Ole, 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 ole. Du bist einsam Spitze, Patrick. Aber kein Wunder, bist du auch mein Rivale. Ach, von Cabo fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Oh, da ist ein Kamalm. Hier ist kein Item, ne? Ja, hau ab zurück, Hex. Oh, Reißlaus. Muss ich. Die Chance muss ich nutzen. Obwohl. Ach, dass ich. Das hat so eine Fähigkeit, wenn es weniger als die Hälfte der KP hat, dann haut es einfach ab. Ich versuche mal direkt einen Pokéball einfach. Auf gut Glück. Ja, hat nichts gebracht. Da hilft eigentlich nur Hypnose oder halt Paralyse eventuell. Deswegen darf jetzt mal Belektro meine Lotta ran. Ich glaube, eigentlich hilft nur Hypnose. Sehr effektiv. Oh. Stimmt, das ist ja vom Typ Wasser. Mit. Hab ich vergessen. Hat er versucht, Charme zu erlernen? Nein, braucht's nichts. Chimpstick Level 29. Keine neue Attacke. Da ist ein Item. Da ist schon wieder ein Flunschlick, ey. Brudersand. Ein Item zum Tragen. Samtiger Sand, der Attacken vom Typ Boden verstärkt. Hä? Bin ich da jetzt reingerannt? So, du Lelek, jetzt mach ich dich platt. Okay, ich hau ab. Ist mir zu blöd. Oder nee, ich hau nicht ab. Ich bin ja kein Feigling. Tim darf mal ran. In der Hoffnung, dass jetzt kein Nebenschuss oder so kommt. Dann ist Tim nämlich auch gearscht. Yes. Einäschern.
Oh, okay, das zieht ein bisschen mehr ab, aber auch nicht so wirklich der Kracher. Ein Lebensschuss und mein Waggon ist kaputt, ich sag's euch. Zum Glück setzt es Tiefschlag ein. Wo der Metallsand ja dann noch so Sinn macht, wenn man den Feuer einsetzt. So, Level 28, Core Level 28, Grimasse, nein, braucht's nicht. Hab ich zur Not als DM? Oder TP? Da ist eins mit Aura, ne? Ich weiß nicht, was haut ab, wenn ich jetzt hier. Ja, Reißlauf nimmt. Reißaus, ja. Das war die Fähigkeit, diese scheiß Fähigkeit von dem Vieh. Hä, hey, warum meine. Hat Hopp meine Pokémon geheilt? Hab ich das wieder verpennt? Mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten. Der hat sicher ein Conkit oder ein Waggon. Warenangestellter Manfred. Ach, Rotumruf, okay. Auch gut. Aber der hat zwei Pokémon, da kann immer noch ein Klonkett Schrägstrich Waggon bei sein. Clownwitze. Bringt dir nicht viel, du bist jetzt kaputt. Onyx. Okay, kein Klonkett. Dafür ein Onyx. Das jetzt von einem Porenta platt gemacht wird. Ach, guck mal, du machst mir nicht mal 10 KP weg. Du Riesen. Oh. Felsenfest von Daisy wirkt. Initiative steigt. So, jetzt greifen wir zuerst an Daisy. Jawohl. Mach das Onyx platt. So. Verteidigung noch runter. Ganz genau so läuft das hier. Fluch. Oh, was steigt da jetzt nochmal? Verteidigung, Spezialverteidigung? Initiative sinkt, ja, genau. Angriff steigt, Verteidigung steigt. Ach, nur Angriff und Verteidigung, ja, dann ist er jetzt trotzdem weg. Ich feiere drei Pokémon aus meinem Team. Porenta, also vier eigentlich sogar. Waggon, Belektro und Chimsticks. Richtig geile Pokémon. Und Kranowitz ins Kramor wird tatsächlich, was ich vermute, dann auch geiles Vieh. Du hast ja auch ordentlich Dampf drauf. TM49 Sandgrab. Das Ziel leidet für 4 bis 5 Runden in einer Sandhose. Ja. Ich fand die Attacke noch nie so geil. Da ist auch schon wieder ein Flunschlick, oder? Ja. Solche. Gut zu wissen, wo man die findet. Oh, da ist Hopp. Ach, jetzt kommt der hier mit seinem. Ach, da ist Kabu. Team Yell, ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr mir bei meinem Training zur Hand geht. Aber ein Waggon bei der Arbeit zu stören, ist völlig inakzeptabel. Wir wollten es doch gar nicht stören. Wir sind riesige Fans von Waggon. Lass stecken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typen bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass uns eine Biege machen. Das sind die gleichen Typen, die ich eben besiegt habe, die wir besiegt haben vorher. Wenn sie wirklich Fans von Waggon wären, hätten sie es dich von der Arbeit abgehalten. Gong! Kabu, Mann, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial. So stelle ich mir einen Feuerarena-Leiter vor. Ah, ihr müsst Sop und Patrick sein, die beiden Trainer, denen Delion eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis die ersten Challenger in meinem Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galarine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Typ Wasser angehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City. Quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr in Top-Form seid, wenn ihr gegen mich antretet. Du solltest auch langsam umkehren, Waggon. Komm, ich bringe dich nach Hause. Gong! Morgen heiße ich euch ordentlich ein. Ja, wisst ihr, was mir gerade mal so auffällt?
Waggon könnte einfach Originalcharakter aus der Banjo-Kazooie-Reihe sein oder Yooka-Laylee, ne? Er ist eigentlich nur so ein Kart oder so eine Lore mit Augen. Aber trotzdem geiles Pokémon. Soll jetzt nicht abwertend sein, ne? Also ich find's echt geil. Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer Karo die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Arena-Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wem einheizt. Das war's schon mit der Höhle. Das war Gonko und Eva bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was Pokéjobs sind, oder? Ach, jetzt kriege ich endlich mal die Erklärung. Warum kommen die denn? Das verstehe ich dann nicht, warum die so früh schon verfügbar sind. Dann hätten die das später machen sollen, ehrlich gesagt. Nein, was ist das? Ich guck's mir jetzt nochmal an. Ich höre es mir nochmal an. Puh, na gut, da muss wohl übel der zukünftige Champion und dir das erklären. In einem von denen ins alten Notizheft ist das ungefähr so erklärt. Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten, sogenannten Pokéjobs, unter die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Rotomina in jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, vor uns liegt Angel City. Mann, bin ich alle. Ich werde mich im Crossbieren erstmal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der Feuer-Arena-Leiter Kabo auf dem Plan. Nee, ich will mal zuerst antreten gegen den, du Arsch. Angel Ortsrand. Das ist ein Item hinter, oder? Ja, hab ich richtig gesehen. Münzamulett, geil. Ein Item zu tragen verdoppelt das Preisgeld, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. Oh, ein Karadonis. Warte, schnell das Pokémon wechseln. Kranowitz, wo bist du? Jetzt komm her, Kollege. Jetzt komm ich, du. Karate King. Karadonis erscheint. Du Jackie Chan für Arme. Ah, Flicker direkt. Komm, Rapidschutz, ja, bringt dir nichts. Die Pokémon auf der gegnerischen Seite werden von. Hab ich das nicht so schnell lösen können, auch gut. Dürft ihr nicht so viel abziehen, Überheblichkeit? Ist eine Unrecht-Attacke gegen ein Kampf-Pokémon. Oh, scheiße. Das zieht ein bisschen zu wenig ab. Verteidigung an Initiative sinkt auch gut. Ach, komm schon, was ich Pokéball. Man könnte ja mal versuchen. Echt jetzt? Da muss ich es anders angehen. Ist mir egal. Angriff und Genauigkeit steigt jetzt nochmal. Warte mal. Macht die Attacke überhaupt mehr Schaden, wenn ich jetzt schon zweimal weniger hab? Fuck. Glaub nicht, ne? Doppelkick. Boah. Ist ganz schön stark, das Vieh. Ah, es zieht ein bisschen mehr ab. Pokéball los. Eigentlich kann ich ja jetzt nach Angel City fliegen, einfach. Ich will noch ein bisschen trainieren hier. Hey, Kollege, jetzt bleib drin. Mach keinen Scheiß hier. Junge. Ich weiß jetzt, versteht keiner, warum setze ich nicht einfach Superball ein? Ich habe ja genug. Nein, möchte ich nicht einsetzen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir welche geholt habe. Ich fange die eher mit Pokéball, die anderen Pokémon, die wilden. Schade. Ah, zweimal gewackelt. Tschüss, Crow. Ja, ist K.O. Schade. Kann ich an der Stelle auch nicht ändern. Nächstes Pokémon rufen, hat mein Belektro eigentlich eine Statikersfähigkeit? Titankiefer, der kräftige Biss des Pokémon über die Stärke von Bissattacken. Bisschen Schaden mache ich nochmal. Protzer. Die Hoffnung, das reicht jetzt mal endlich. Und es bleibt im Pokéball drin. Na? Komm, bleib drin. Yes, geht doch.
sag euch, man kann, wenn man will, jedes Pokémon im Pokéball fangen. Die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer, dass es drin bleibt. Karate-Pokémon. Es strebt unentwegt nach Stärke. Wer in den Bergen einen Karadonis beim Training erblickt, sollte sich ganz leise aus dem Staub machen. Kein Spitzname, konnte in die PC-Box und tschüss. Hauptsache ich hab's im Dex. Oh, oh fuck. Ja, mein Kranus. Grüß dich, junger Trainer. Wärst du wohl so nett, dich mit mir im Kampf zu messen? Madame Catriona fordert dich heraus. Ah, Catriona. Voldi. Es geht los, Diddy, du schaffst das. Genau. Rasierblatt. Welches kommt jetzt rein? Bestimmt Electro. Das wär's jetzt gewesen. Ja, komm. Das Ende im Gelände hier. Voldi ist weg. Fletiamo. Electro, dein Einsatz. Also Lotta in dem Fall natürlich. Kannst du ja ruhig beim Spitznamen nennen. Tschüss, Fletiamo. Ja, war klar. Electro ist ein geiles Pokémon, das ist ultra stark meiner Meinung nach. Madame Catriona wurde besiegt. Wem hier? Wer hätte denn noch ahnen können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst? Ich fange jetzt hier noch einen Mogelbaum. Das hier, das sieht doch gut aus. Das sieht stark aus. Das scheint was drauf zu haben. Felskratz. Ja, Initiative sind, ich weiß. Komm, mach mal eine Paralyse da rein, bitte. Yes, danke. Tackle noch hinterher. Zieht nicht so viel ab, ist ja ein Gestein-Pokémon. Aber Hauptsache im roten Bereich. Mehr wollte ich nämlich nicht. Ist mir egal, das paralysiert, das wird eh nicht mehr so schnell angreifen zuerst, wenn ich jetzt angreifen wollen würde. Komm, bleib drin. Zweimal. Dreimal. Ah, verdammt. Doch hartnäckiger als gedacht. Ja, nicht kämpfen. Pokéball will ich nur werfen. Es bricht sofort aus. Was ist denn das? Ich hätte mal gern Schnäppchen von. Wer ist jetzt nämlich drin geblieben? Dreimal. Und gefangen. Sauber. Mogelbaum wurde gefangen. Da steht's nochmal. Electro Level 29. Auch gleich auf mit meinem Schimpfsticks. Wobei Krano wird jetzt ein paar Kämpfe oder zwei Kämpfe keinen EP gekriegt hat. Mogelbaum, das Imitations-Pokémon vom Typ Gestein. Größte Gewicht lasse ich aus. Bewegt ein Baum bei Windstille einen Ast, ist das kein Baum, sondern ein Mogelbaum. An Regentank hält es sich versteckt. Ja, es scheut halt Wasser, weil es Gestein-Pokémon ist. Da ist ein Item. Hallo, nimm's doch. Fläschchen AP Plus. Erhöht die maximale Anzahl der AP an Attacke eines Pokémon. Ein Smogon. Was? Das habe ich mich schon gefragt damals, ob es überhaupt einen Galar-Smogon gibt. Man hat im Trailer gesehen, es gibt einen Galar-Smogmog. Galar-Smogon anscheinend nicht, was nicht schlimm ist. Meiner Meinung nach zumindest. Übersteht das den Angriff überhaupt? Ich hoffe. Oh, Gewissheit ist sehr effektiv. So, das reicht. Das reicht für Pokéball. Locker. Müsste reichen. Schnäppchen fangen, da ist er jetzt. Das bleibt drin, ja. Smogon wurde gefangen.
Smogon, das Giftwolken-Pokémon. Typ ist entsprechend Gift. Sein Körper ist zum besten voll mit Gift gehört. Angelockt vom fauligen Geruch auf verrottende Abfälle. Irgendwas auf Müllhalden herum. Ja, also bei dir, bei Unra Tytox und so. In der Nähe. Noctu brauche ich nicht fangen. Ich habe ja einen Huthut. Da ist noch ein Smogon. Ist da noch ein Item irgendwo? Ja. Das war klar irgendwie. Drei Superbälle brauche ich gar nicht. Nehme ich gerne, brauche ich nur nicht. Was steht denn hier? Galamine 2 Engine City. Oh, ich konnte nicht mehr abhauen. Hey, ja, hey du, ja du. Na los, stell dich dem Kräftemessen mit einem Polizisten. Ach, oh, ich muss mal sowas. Ja, ist egal, den Kampf jetzt. Was hat der denn für einen Blick drauf, der Psycho? Polizist Arthur oder Arthur fordert dich heraus. Nein, ich bleib bei Arthur, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Arthur aus King of Queens, finde ich. Ach, scheiße. Falsches Pokémon eingesetzt hier. Ja, Bedroher wirkt, macht nix. Ich wechsle es eh aus. Als ob ich jetzt mein Käfer-Pokémon gegen Fukano kämpfen lasse. Ich bin doch nicht bescheuert. Flammrad, ja, na klar, dass da so eine Attacke kommt. Flammrad hat aber eine geile Animation, finde ich. Dampfantrieb wirkt. Initiative steigt drastisch, geil. Katapult. Drastisch klingt aber irgendwie nach drei Stufen hoch. Keradal, an der Daisy Level 27, nicht Keradal. Du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Ah, ich würde gerne mal meinen Kranowitz wieder retten oder heilen. Das heißt, noch ein Trainer, dann belebe ich es einfach wieder. Nö. Da ist ein Item. Flinkfeder. Wendet man dieses Item auf ein Pokémon an, wird dessen Initiative Basiswert dauerhaft erhöht. Ah, das ist noch ein. Noch eine Feder. Abwehrfeder. Hatte ich schon wohl eine? Da ist noch ein Item. Muss mal genau hingucken. Abwehrfeder, ja, noch eine. Kamo hat sich wieder erholt und sich gleich zum nächsten Pokéjob aufgemacht. Sehr gut, ich bin wieder in Engine City zurück. In dem Sinne auch nicht schlimm, dass ich jetzt noch. Also, dass das Video ein bisschen länger geht, als ich es eigentlich vorhab, aber. Gut. Fahre ich schnell noch ins Pokécenter. Heil meine Pokémon. Ah, die Lotterie. Achso, hatte ich schon heute gemacht, okay. Gut. Wie ich habe es eigentlich schon gerade angekündigt, das Video endet an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo. Ansonsten natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht. Wahrscheinlich mit dem nächsten, nächsten Arena-Kampf. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis dahin. Tschö mit Ö. Euer Basukasu.